nach einer Niederlage immer undankbar nach München fahren zu müssen. Aber nicht ausgeschlossen, dass die Bayern, wenn sie schon Meister sind, da wirklich was liegen lassen. Moin Moinsen, zum Vorbericht. Mal wieder mit Gast und zu den Bayern ist der Gast auch nichts Neues. Der gute Niklas ist hier am Start. Servus. Wir quatschen über Bayern Stuttgart. Sonntagabend 17:30 Uhr. Ein ziemlich, ja, früher war es noch ein Südschlager und irgendwie mal wirklich spannende Duelle und so noch, aber das ist auch wieder gefühlt über 10 Jahre her. Ja, die Ausgangslage ist recht klar für Sonntag. Wir legen den Fokus hier auf die Bayern. Wenn wir schon einen Bayern-Fan hier am Start haben. Mit der ersten Frage direkt mal zur Aktualität so, nach dieser Mainz-Pleite, jetzt der Ibiza-Trip, was hält man da als Bayern-Fan von, wie sich die Bayern aktuell präsentieren? Ja, ich finde, da wird eben viel daraus gemacht aus der ganzen Situation. Also klar, der Trip, wenn du danach verlierst, ist das natürlich eine größere Sache, als es sonst gewesen wäre. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn es in der Mannschaft ganz oder einigermaßen stimmt, dass sie sagen, wir machen auch außerhalb des Platzes was. Und ja, wenn sie dann in Mainz eine angemessene Leistung gebracht hätten, wäre das natürlich auch besser gewesen, da würde es jetzt nicht so hochgekocht werden. Aber mit der Performance, das war eines Meisters nicht würdig, wie man sagen könnte. Haben die Bayern die Saison jetzt abgeschrieben oder wie sieht's da aus? Ich glaube, es ist jetzt deutlich angenehmer, gegen die Bayern zu spielen als noch vor 3, 4 Wochen. Da wollten sie ja unbedingt dann die Meisterschaft klar machen, auch nach dem Ausscheiden dann in der Champions League. Ob das jetzt gut ist, dass sie das Spiel vor Stuttgart quasi schon verloren haben, weiß ich nicht, weil dann auf Bayern kommen dann immer gleich die Medien natürlich drauf. Dann merkst du sofort die Mannschaft. Wir müssen jetzt was zeigen und manchmal ist dann die Mannschaft nach der Niederlage. Ja, die Leidtragende dann davon. Wie sagt man, was hält man generell von der Saison? Du hast gerade schon Champions League Ausscheiden genannt, auch in einem Pokal ist man früh raus. Ist das, wie schaut man als Bayern-Fan auf so eine Saison aus? Das ist ja eigentlich irgendwo eine Täuschung, am Ende nur mit der Liga rauszulaufen. Ja, bei Enttäuschung gehe ich mit tatsächlich. Eine Enttäuschung ist nur eine Meisterschaft für Bayern tatsächlich mittlerweile schon, weil. Wie gesagt, die 10. Meisterschaft wird ja jetzt auch nicht mehr so gefeiert wie die erste oder so. Dementsprechend hat der Meistertitel mittlerweile leider nur noch so einen geringeren Stellenwert. Aber eine verlorene Saison finde ich nicht. Ich finde, es war eine gute erste Saison unter Nagelsmann und es waren auch viele Sachen von außen, die da reingekommen sind, die er ganz gut gehandelt hat. Also ich denke, dass das immer noch eine sehr erfolgreiche Ära mit Nagelsmann werden kann. Und es war jetzt die erste, er ist jetzt nur Meister geworden, aber. Für einen jungen Trainer und er war im Champions League Viertelfinale. Wenn sie dagegen, keine Ahnung, sagen wir Chelsea oder so rausgeflogen wären, ist jetzt nicht so eine große Sache. Es wäre trotzdem keine erfolgreiche Saison gewesen, aber das mit Villarreal und vor allem das 5-0 gegen Gladbach tut halt Ja. weh. Ja, na, ich glaube, wenn sie gegen Villarreal durchgekommen wären, wären sie ja auf Liverpool getroffen. Ich glaube, spätestens da wäre es vermutlich dann sowieso vorbei gewesen. Aber eben ein anderer Name und eine andere Runde. Ich denke auch Nagelsmann. Also der wird da weiter fest im Sattel sitzen. Das macht keinen Sinn, den mit so einer Ablöse nach einem Jahr wieder. Ja, das ist ja ein Riesenprojekt mit Nagelsmann. Den wirst du bei Bayern erstmal nicht entlassen. Der kann machen, was er will. Auch wenn es die ganzen Vergleiche gab. Ne? Nach Motto, ey, ein Kovac wurde quasi in solchen Saisons auch schon mal rausgeschmissen. Der wenigstens das Double geholt, noch mit Pokal und so weiter. Du hast schon so ein bisschen diese äußeren Sachen angesprochen. Da haben wir natürlich ein, zwei Personalien. Ich würde mal die erste nehmen, um mal diesen Dortmund-Bayern-Vergleich zu haben. Jetzt eben gestern auch die Meldung, dass Schlotterbeck offiziell ist zum BVB. Süle wechselt zum BVB. Siehst du irgendwie eine Chance, dass der BVB ab dem Sommer angreifen kann? Was ich ja, ohne jetzt irgendwie durchzuklingen, die Gefühl die ganze Liga wünschen würde, dass wir immer wieder nach 10, 11 Jahren mal wieder einen neuen Meister haben. Wie hoch siehst du die Chance? Oder denkst du, ihr baut da im Sommer eh um und dann ist das wieder Selbstläufer? Ich glaube, es ist auf keinen Fall doof, also wenn du mit Dortmund und auch Leipzig, also ich denke, dass Leipzig der größere Konkurrent wird, wenn sie Nkunku wirklich halten, was ja sie scheinbar machen wollen, dann glaube ich, dass Leipzig nächstes Jahr gefährlicher wird, auch wenn mir die Transfers von Dortmund wirklich ganz gut gefallen. Also ein Schlotterbeck ist auf jeden Fall ein guter Transfer. Über Süle brauchen wir auch nicht reden, denn Süle in Topform ist einer vielleicht der beste deutsche Verteidiger, ja, den wir in Deutschland haben. Klar, ein entspannter Meisterschaftskampf würde, glaube ich, auch Bayern was bringen, auch in der Champions League. Du hast ja, wie gesagt, wenn die Bayern nicht selber die Spannung hochhalten, macht es keiner. Also die Bayern müssen selber schauen, dass sie immer
ihre Topform haben und es hatten dann ein paar Spieler zu der wichtigsten Saisonphase halt nicht. In einem spannenden Meisterschaftskampf, wie jetzt zum Beispiel in England, Man City und Liverpool, die sind aktuell absolut in Topform. Beide. Und das sieht man auch in der Champions League. Und ich glaube, dass da Bayern auch profitieren würde. Und wenn sie am Ende knapp Meister werden, wäre ich damit auch noch mehr zufrieden. Ja, Liverpool ist natürlich brutal. Also, die könnten beide im Champions League-Finale aufeinandertreffen, entscheiden die Premier League unter sich und glaube, das FA Cup-Finale haben sie auch noch. Das ist natürlich eine kranke Rivalität. Was hast du bei den Bayern personell? Sollte was im Sommer passieren und wo würdest du schrauben am Kader? Ja, es kommt ja immer das Gerücht auf, dass Bayern gefühlt ganz Ajax jetzt zusammenkauft. Da gefallen mir schon zwei, drei Spieler davon auf jeden Fall. Also ich muss auf jeden Fall sagen, wenn jetzt Süle geht, brauchst du aus meiner Sicht noch einen neuen Innenverteidiger. Ich würde nicht mit, ja, Pavard spielt jetzt nicht mehr Rechtsverteidiger, spielt jetzt Innenverteidiger in die Saison gehen. Also klar, du hast da auch einen Bezug zu dem mit seiner Stuttgarter Vergangenheit. Ja, ich weiß nicht, ob ich den als Fulltime-Innenverteidiger jetzt komplett als direkten Ersatz für Süle sehen würde. Dann hast du noch viele junge Spieler mit einem Upamecano und Nianzou. Also für mich ist auf jeden Fall neben Hernandez der Spot ziemlich offen. Und wenn du da einen holst, würde es auf jeden Fall den Bayern gut tun. Sonst natürlich der rechte Außenverteidiger. Klar, Nagelsmann hat auch mit dem Pavard viel Gutes gemacht. Da wurde dann viel auch so verschoben, dass Davis viele offensive Freiheiten hatte. Aber ich glaube, ein zweiter offensiver Außenverteidiger auf der anderen Seite zu Davis würde in Bayern auch gut zu Gesicht stehen. Und so gerne ich es bei Bayern sehe, dass da die besten deutschen Spieler spielen, finde ich es aktuell übertrieben, was Gnabry auch wieder, Stuttgarter Vergangenheit, bei Bayern gerade fordert. Also wenn wir da über 17, 18 Millionen im Jahr sprechen und dann in den letzten Wochen, okay, jetzt die letzten zwei Spiele vor Mainz, waren wieder besser. Aber wenn wir sehen, was er da jetzt eigentlich im Kalenderjahr 2022 gespielt hat, muss ich sagen, ich würde es ihm auf keinen Fall bezahlen und habe eigentlich selber noch so ein bisschen den Traum von Nkunku, weil er einfach diese Saison nur Spaß macht. Wobei es ja, glaube, vor dem Pokalspiel war es, hieß es, Nkunku bleibt noch ein Jahr, aber kurze Wasserstandsmeldung heißt im Fußball ja auch absolut nichts. Bei Pavard bin ich bei dir, finde ich einen guten Bundesligaspieler so. Ich bleibe dabei, auch wenn sie damals festgeschrieben waren und wir auch nicht mehr hätten bekommen können dadurch, waren die 35 Millionen nicht schlecht, die wir bekommen haben für Pavard. Da hat er halt vor allem seine WM, die ihn komplett hochgezogen hat, die 2018er WM mit dem Tor, mit dem Titel. Aber da. Mal gucken, Masrohy auf rechts und so weiter, da wird schon einiges kommen. Natürlich auch der Talente, so ein bisschen. Natürlich geformtere Talente, als jetzt der VfB kaufen kann oder so. Das ist jetzt dann kein 18-jähriger Franzose, sondern eben einer, der wirklich schon bei Ajax richtig was bewiesen hat. Ein Spot, der ja vielleicht auch noch aufgehen könnte, ist der ganz vorne mit Lewandowski. Was meinst du da? Wechselt Lewandowski? Also erstmal, was glaubst du und was hoffst du bei Lewandowski? Ja, aus meiner Sicht ist Lewandowski immer noch der beste Stürmer zumindest oder eigentlich der beste Spieler der Welt. Über den Weltfußballer haben wir ja selber schon mal drüber gesprochen, dass das, ja, dass das hätte gewinnen sollen. Und ich glaube, dass es das auch unbedingt gewinnen will. Ich weiß nicht, ob er sich selber schon im Klaren darüber ist. Ich aber glaube, tief innen drin wäre er gern Weltfußballer geworden. Das, was wahrscheinlich jeder Fußballer gerne wäre. Und jetzt ist halt die Frage, ob er sich so darüber aufregt, dass ihm klar wird, dass es vielleicht in Spanien oder in England geworden wäre und nur wegen der deutschen Liga es nicht wurde. Und wenn das ihm letzten Endes jetzt in den Kopf kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er gehen will. Gut, die Bayern haben auch gesagt, wieso sollten wir Lewandowski verkaufen? Wir verkaufen ihn nicht. Aber wenn wir bei Nkunku sagen, wir glauben dem Braten nicht so recht, dann ist es bei Lewandowski wohl auch ähnlich. Wie gesagt, wenn Lewandowski sagt, er will gehen, glaube ich nicht, dass die Bayern ihm jetzt irgendwelche Steine in den Weg stellen. Aber aus meiner Sicht wäre es ein Riesenfehler und dann wäre die Meisterschaft nächstes Jahr wirklich spannend, weil so einen Spieler findest du von jetzt auf nachher nicht. Und ob sie das Festgeldkonto so plündern wollen, weiß ich nicht. Ja, hältst du welche im Kopf für Steuerposition als Ersatz? Bei uns, gut, den nehme ich mal vorweg, weil ich nicht glaube, dass er zu euch wächst oder zum BVB oder so, aber Kalajdzic ist ja irgendwie gefühlt bei jedem auf der Liste, auch wenn der jetzt aktuell nicht unbedingt Leistung zeigt und dass der Weg wohl eher nach England und Italien geht, aber der scheint auch auf der Liste zu sein. Ich erwarte es mir aber nicht. Es gibt natürlich noch andere, ne? Alea und so weiter. Wen hast du auf der Liste?
Ja, ich glaube, ein Kalajdzic ist wahrscheinlich nochmal ein Regal drunter. Also wenn die Ja. Bayern bei 5, 6 abblitzen oder so, dann könnte der vielleicht in den Fokus rücken. Aber wenn wir jetzt sagen, wir sind in diese Saison mit Lewandowski reingegangen und du gehst in die nächste mit Kalajdzic als Stoßstürmer, Ja, das ist. dann wäre die Meisterschaft übrigens ein Erfolg. Also, wenn du weißt, was ich meine, Ja, absolut. dann müssen wir wahrscheinlich nicht über die Champions League reden. Ja, ein Haller ist auf jeden Fall ein Name, der da oft fällt. Lukaku fällt. Núñez von Benfica ist auch immer ja, im Gespräch. Es ist schwer zu sagen, weil du willst ja quasi den, zumindest aus meiner Sicht, besten Stürmer der Welt ersetzen. Und der Beste kommt halt meistens immer erst nur Zweitbester. Ja. Und ich kann mir das Haaland mitbieten nicht vorstellen, weil für mich ist das Paket mit Haaland auch zu teuer. Dafür ist er zu verletzungsanfällig. Das hast du halt bei Lewandowski nie. Ja. Wann war Lewandowski verletzt? Kaum. Und ja, ganz schwierig zu sagen, wie sie es dann lösen würden, wenn der geht. Ich fand den Núñez spannend, auch wenn ich ihn irgendwie nicht mag. Er ist mir irgendwie ein bisschen unsympathisch, aber ich glaube, das Ja. kann ein guter Spieler werden. Und sonst müssen sie irgendwas aus dem Hut zaubern, wenn Lewandowski wirklich geht. Ja, so oder so, da müsste mal wirklich für Bayern-Verhältnisse richtig die Kohle in die Hand genommen werden. Das wären dann irgendwie Hernandez-Verhältnisse von Ablöse her. Lukaku, also Mindestens. nicht Lukaku, Haaland hatte ich immer im Kopf so. Wenn Bayern Lewandowski irgendwann doch verliert, dann kommt Haaland safe. Problem war immer das Paket, weiß 50 Millionen Berater, 50 Millionen Ablöse und so weiter. Natürlich, jetzt eben ist er erst Mino Raiola verstorben, der Berater von ihm. Ich weiß nicht, ob das irgendwas ändert. Ich denke mal nicht. Ich glaube, irgendein anderer Berater wird genauso viel verlangen und dann wird immer noch Man City ganz oben mit dabei sein. Aber Haaland hatte ich irgendwie immer so ein bisschen als den Direktersatz, auch weil diese Fluglinie Dortmund und Bayern da auch immer dann irgendwie ein bisschen Ja. offensichtlich ist teilweise. Gehen wir mal von Meisterrennen zu Abstiegskampf, wo ihr natürlich nie drin wart, so gefühlt, in eurem Leben wahrscheinlich. Wir voll In meinem dabei. Leben noch nicht. Nee, das wird auch nicht mehr passieren. Wir sind dabei. 16. 29 Punkte. Bielefeld 27 ist auf 17 und die Hertha mit 33 auf 15. Zwei Spieltage haben wir noch. Was würdest du nach unten guckend sagen? Passiert da noch was oder bleibt die Tabellensituation so, wie sie ist? Ja, also wenn du mich vor 3 Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, Hertha muss definitiv zumindest mal in die Relegation. Für Bielefeld war es aus meiner Sicht immer ziemlich eng. Also für die sollte die Relegation ein Erfolg sein, hätte ich auch schon wahrscheinlich zu Beginn der Saison gesagt. Und auch mit dem ganzen Pech, was die in den letzten Wochen hatten, mit den ganzen Kopfverletzungen und allem, da spricht schon viel quasi gegen die, das einfach so vom Schicksal oder vom Gefühl her so. Dass Hertha jetzt plötzlich das Gewinnen anfängt. Ja, das ist halt der Fußball, ne? Und dann holst du so einen Magath und dann gewinnen die plötzlich. Ja, Ist Magath macht das irgendwie auch ein clever. bisschen schön. Magath Ja, ein macht das bisschen schön clever. zu sehen, dass sowas funktioniert. Hat er Hätte auch ich euch ein bisschen nicht ganz angestichelt, zugedacht. ne? Hat er auch Ja, der will es Richtung, ein unbedingt. bisschen Richtung München gestichelt, ne? Der macht das schon clever. Finn Nagelsmann hat da ganz normal drauf reagiert, so alles entspannt, aber der macht das schon clever, ne? Der weiß schon, wie er die Beine anzupacken hat. Ich würde aktuell auch sagen, klar, unsere große, große Hoffnung ist halt, dass halt an dem Spieltag für alle anderen, also bevor wir bei euch dann am Sonntagabend spielen, alles schief läuft. So, Bielefeld verliert in Bochum, Berlin verliert aus irgendwelchen Gründen gegen Mainz zu Hause, die auswärts nur besser sind als Fürth, also es ist ein 17. Auswärtstabelle, Mainz ist ganz komisch auswärts, die können es nur zu Hause. Und wir dann eben am Sonntag hinfahren, merken, warte mal, wenn wir hier was holen, dann ist Direktorverbleib sogar noch irgendwo in Reichweite. Das ist halt die einzige Hoffnung, die wir haben. 0,0001% Chance, dass wir in München was mitnehmen. Was glaubst du, wie treten die Bayern auf am Sonntag? Lassen die es sich nochmal bieten, so ein 3:1 wie in Mainz runterzuspielen? Ja, also wie gesagt, eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil sowas passiert, wie oft passiert Bayern so was, dass du zweimal nacheinander wirklich Kacke spielst. Ja. Wir haben das jetzt schon oft gegen Stuttgart auch gegen, die spielen irgendwie immer am Ende der Saison Ne, ist echt gegeneinander. so, ja. Und da kann normalerweise schon was gehen. Ich glaube, die haben ja auch einmal im letzten Spieltag Bayern so ein bisschen die Meisterfeier ein bisschen verhagelt mit dem Ja, 4-1, meines Wissens. unter Heynckes 2018. Ja, genau. Also Stuttgart immer unangenehm. Es ist ja, glaube ich, auch. Ne, ist in München, ne? Ist in Ja. München, ja. Ja. Nicht, dass ich was vertausche. Also,
vor eigenen Fans nach einer Niederlage immer undankbar nach München fahren zu müssen. Aber nicht ausgeschlossen, dass die Bayern, wenn sie schon Meister sind, da wirklich was liegen lassen. Ja, das ist die große Hoffnung, die wir haben. Ich hoffe mal zumindest akustisch, dass das nahezu ein Heimspiel wird. Unser Block ist komplett ausverkauft. Wir haben irgendwie drei, vier extra Blöcke am Start. Also kommen bestimmt irgendwie 7.000, 8.000 VfB-Fans mit. Den Support haben sie sicher. Das war noch nie das Problem. Wir hatten dieses eine Mal Meisterschalenübergabe euch so ein bisschen vermasseln. Eben zu 18. Ich glaube, am Sonntag bekommt ihr auch die Schale. Es würde ja so ein bisschen eine Parallele darstellen, auch wenn man darauf, wie gesagt, das ist ja noch mehr als hoffen, was wir da wieder machen. Wenn man die anderen Spiele anguckt, 4-0, 4-1, 4-0, 2-0, 6-1 und so Geschichten, aber letzter Sieg 2010 vor eben diesem 4-1 2018. Also normalerweise ist da nicht viel zu holen. Mal gucken, wie es am Sonntag abläuft. Ich danke dich, dass du hier am Start warst. Du machst ja einen Football-Podcast, wenn du hier noch kurz ein, zwei Sätze dazu sagen willst, damit ich hier auch weiß, was ich für dich verlinke. Ja, wir haben zwar unseren Namen ein bisschen angepasst zum letzten Mal, als ich hier da war. Also letztes Mal war es noch der Hail Mary Football Talk. Das ist jetzt Bild der Hype geworden. Ja, würde mich freuen für jeden, der vorbeischaut, der ein bisschen ja, Lust hat oder sich für Football interessiert. Und ich danke natürlich für den Support. Jo, genau. Dann fahren wir am Sonntag nach München. Nicht nur ich, viele andere auch, wie gerade schon gesagt. Hoffen, dass irgendwie was geht, sonst wird es so Umweg über die Relegation. Ihr bekommt natürlich noch weitere Infos, bisschen noch mehr VfB, aber ich fand es sehr, sehr geil, viele Einblicke zum Bayern zu haben, gerade weil da ja wieder Themen aufkommen bis zum geht nicht mehr. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.